Natürlich zählen die Überlegungen zum Klimawandel sehr intensiv zu den Überlegungen der Politik im Allgemeinen. Und der Klimawandel wird natürlich die Politik, aber natürlich auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehr stark beeinflussen. In meiner Region, im Burgenland, können wir feststellen, dass Ökologie und Ökonomie kein Widerspruch sind. Ganz im Gegenteil. Ich denke, dass jede Krise eine Chance bedeutet. Und wir sehen auch die Herausforderungen, die der Klimaschutz mit sich bringt, nicht als eine Maßnahme, die Jobs kosten kann, sondern eigentlich als Jobmotor. Wir haben einige Best Practice-Beispiele anzubieten, wie wir es jetzt schon geschafft haben, als die erste Region in Europa stromautark zu werden. Mitte dieses Jahres wird das Burgenland als erste Region es schaffen, hauptsächlich mit Windenergie stromautark zu werden. Das heißt, dieses passiert in einem Weltkulturerbe, dies passiert in einem Land, wo zwei Drittel unter besonderen Schutz gestellt sind, und dies passiert in einem Land, wo durch die Maßnahmen, die der Klimawandel mit beeinflusst, nämlich diese Umstellung auf regenerative Energieformen, hunderte Jobs durch diese Maßnahmen, nämlich Green Jobs, entstehen. Also das Beispiel Ansiedlungen von Betrieben, die sich mit dem Thema Klimawandel, also auch mit dem Thema Produktion von erneuerbarer Energie, in diesem Falle hauptsächlich durch Windkraft, entstehen, sind eigentlich Maßnahmen, die die wirtschaftliche Entwicklung positiv beeinflussen. Heißt für mich mehr Gerechtigkeit und eine sichere Welt. Mit diesen vielen Maßnahmen, die es uns ermöglichen, diese Stromautarkie in diesem Jahr zu erreichen, sind auch viele begleitende Fördermaßnahmen eng damit verknüpft und verbunden. Viele Maßnahmen aus dem Bereich des Phasing Out sind begleitende Maßnahmen, die in den einzelnen Teilen des Landes auch umgesetzt werden. Und sie tragen zum einen natürlich dazu bei, dass man Maßnahmen zur Energieeffizienz, zum Energiesparen, aber auch zur Energieproduktion einsetzen kann. Und dies alles natürlich mit Mitteln aus der Europäischen Union, kofinanziert natürlich durch Mittel des eigenen Landes und aus nationalen Geldern. Es gibt im Burgenland ein Projekt, das in einem Zyklusprojektzeitrahmen 3 Jahre läuft, jetzt im letzten Jahr. Das heißt ECHO. ECHO heißt Energiekonzepte für Kommunen, also für Gemeinden. Bei diesem Projekt machen 1/3 aller in unserer Region beheimateten Gemeinden mit, also ca. 50 Gemeinden, die dieses Projekt in 3 Teilen abwickeln. Das heißt, zum einen hat man sich natürlich mit einer Analyse seiner eigenen Kommune beschäftigt, wie ist der Status quo. Zum zweiten hat man dann versucht, Konzepte zu erarbeiten mit sehr vielen Playern, und zum dritten dann die Maßnahmen, die dazu führen sollen, dass man zum einen energieeffizienter wird, zum zweiten, dass man energiesparender wird, und zum dritten, dass man vielleicht auch die Möglichkeit nutzen kann, Energie zu produzieren. Das ist eine Maßnahme, die auf sehr fruchtbaren Boden gefallen ist, weil man hier bottom-up agiert. Man hat die Player in den Kommunen richtig ins Boot holen können und dort auch begeistern können, mitzumachen, weil es ist ganz wichtig, und auch das ist nicht nur ein Nebeneffekt, sondern eine wichtige prioritäre Maßnahme, Bewusstseinsbildung zu schaffen. Und mit direkten Best-Practice-Beispielen kann man es am besten tun. Man hat zum Beispiel die Energieeffizienz von öffentlichen Gebäuden in den Kommunen feststellen und messen lassen. Man hat dort eine Stärken- und Schwächenanalyse gemacht. Man hat dann aber auch Maßnahmen erarbeitet, und das Ganze natürlich mit Fördermaßnahmen in den Kommunen, die aus Geldern natürlich wieder in Kofinanzierung EU, Bund und Land, aber auch hier im größten Teile mit Mitteln direkt aus der Europäischen
Union refundieren. Und wir haben hier auch festgestellt, dass es sehr gute Ideen gibt, die man natürlich auch wieder mit anderen Fördermöglichkeiten, nämlich die Maßnahmen, die dann beschlossen wird, worden sind, erarbeitet worden sind, abdecken kann. Und hier ist dann wieder ein Programm der Europäischen Union, nämlich das ELA-Programm, ein sehr hilfreiches, wenn man zum Beispiel die Beleuchtungen in den Gemeinden auf LED umstellen kann, wenn man energieeffiziente Maßnahmen in der Reduktion dann schlussendlich umsetzen kann und die Menschen durch die Bewusstseinsbildung auch dazu hinhalten kann, dass sie zum Beispiel Strom selbst erzeugen über Photovoltaik oder über andere und ähnlich gelagerte Maßnahmen, um eben auch hier einen wichtigen Beitrag zur CO2-Reduktion zu leisten.